man nur immer die Themen der anderen abräumt, dann wird man zum Tellerwäscher des Zeitgeists und kann nicht mehr Chefkoch einer Sozialpolitik werden, wie wir sie heute brauchen und wie sie modern wäre. In den westlichen reifen Volkswirtschaften wird zu viel gespart und zu wenig investiert, sodass es zu einer Kontraktion der gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftsleistungen kommen muss. Es ist wichtig, dieses Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft normativ zu durchdenken und auch zu konkretisieren. Es wird also sehr wohl auf die Union im Bundesrat ankommen. Der Staat hat eigentlich die Aufgabe, Schiedsrichter zu sein, aber der Staat ist viel zu oft eingesprungen als Versicherer aller Lebensrisiken. Und das wird sehr deutlich, wenn wir uns den Anteil für Sozialausgaben am Bundeshaushalt anschauen. Da sind wir mittlerweile bei 1 Billion Euro und das bei Vollbeschäftigung, da ist ein krasses Missverhältnis. Wir sind solidarisch mit denjenigen, die sich nicht selbst helfen können. Aber wir verlangen von den Menschen erst einmal auch eigenverantwortlich für sich und seine Familie da zu sein. Nicht sofort nach dem Staat zu rufen, sondern erst einmal zu schauen, was man denn selbst leisten kann. Und da ist es vor allem Führungsaufgabe von einer Parteispitze, von einer Fraktionsspitze, diese Eigenverantwortung auch einzufordern und nicht nur zu sagen, wir machen einfach den Weg der Umverteilung wie in den letzten Jahren so weiter. Mein Vorschlag, den Herr Kulakowicz dann sehr dankbar sofort aufgegriffen hat, war der, dass der Name Wilhelm Röpke ja dafür steht, dass Unternehmer eine soziale Verantwortung tragen und natürlich auch für die Ordnungspolitik selber. Deswegen ist da die Idee entstanden, dass wir die Wilhelm-Röpke-Medaille einmal an einen Unternehmer vergeben, der ein besonderes soziales Engagement gezeigt hat. Und an einen Politiker, eine Politikerin, die sich für die soziale Marktwirtschaft besonders eingesetzt hat. Das heißt also, wir wollten beide Pole, die Wirtschaft und die Politik, mit dieser Medaille prämieren. Und wir freuen uns, dass wir mittlerweile einen ganz guten Pool an relevanten Kandidaten bekommen haben. Diese Medaille bedeutet mir sehr viel. Das ist eine hohe Ehre. Und ich habe das gleichzeitig auch als Ehre für die Arbeit des Rechnungshofs verstanden. Denn mir ist gerade dadurch bewusst geworden, dass wir bei unserer Tätigkeit doch sehr stark darauf achten, diese wichtige Bedeutung der sozialen Marktwirtschaft auch im Kopf zu behalten.